Hallihallo, willkommen zu unserem, ich habe es tatsächlich vergessen, 15., 16., 17. vielleicht Community Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Facebook Down, Hashtag Facebook Down. Was das ist, werden wir gleich hören. Ganz kurz, Martine ist hier. Sie wird uns gleich in das Thema einführen, hat darüber einen Blogpost geschrieben und kann uns das super gut erklären. Und genau, dann haben wir Michael dabei. Michael ist Mentor bei Jugend Hackt. Ich bin Philipp, ich arbeite bei Jugend Hackt in Berlin. Freue mich sehr, dass ich heute euer Moderator bin. Und ich glaube, wir fangen mal an, indem wir kurz jeweils uns vorstellen und dann gehen wir ins Thema rein. Da können wir noch ein paar Punkte zu sagen. Schön, dass ihr alle zuschaut. Wie immer, ihr könnt Fragen stellen bei uns im Chat und wir werden versuchen, sie möglichst auch hier in der Sendung live zu beantworten. Also, wenn ihr irgendwas nicht versteht, wenn ihr zu irgendwas eine Nachfrage habt oder einen neuen Punkt, schreibt es bitte einfach in den Chat. Martin, willst du dich selbst Hallo. vorstellen? Ja, gerne. Also, ich bin Martin. Ich bin Wissenschaftlerin und arbeite an der Freien Universität Berlin. Da ist das Internet auch mein Forschungsthema. Ich kenne mich jetzt allerdings nicht so hundertprozentig mit dem Thema aus, worüber ich gleich reden werde. Also, ganz bin ich jetzt auch nicht die Expertin da drin. Meine Hauptthemengebiete sind eher so das Internet der Dinge, also ganz anderes Ende, ganz kleine Geräte. Aber ich habe halt auch Kontakt mit diesen Sachverhalten, um die es da geht, gehabt. Und ich kenne ganz viele Leute, die darüber ganz viel wissen. Und darum wurde ich dann jetzt hier so eingeladen, weil ich auch diesen Blogpost geschrieben habe, den ich aber hauptsächlich halt für Freunde und Familie geschrieben hatte, um denen mal zu erklären, was da jetzt eigentlich abgegangen war. Ja, so viel zu mir. Dankeschön. Michael, du bist noch stumm gerade. Du musst noch einmal auf deinen Button da klicken. Super, Ja, genau. ich rede mit mir selbst auch schön, ja. Ja, ich bin Mentor gewesen vor 2 Wochen. Bin eigentlich Softwareentwickler seit vielen Jahren. Habe auch mit BGP, ich habe eben schon gesagt, schmerzhaft Kontakt gehabt. Ich habe zwar nie große Netzwerke selber administriert, aber darunter gelitten, wenn das schief ging. So. Und ja, genau, ich mache natürlich gerne Jugendarbeit, sonst wäre ich nicht da. Habe auch in der Schule gearbeitet als Lehrer, als Informatiklehrer. Gut, und ich kann, danke dir, dass du da bist. Ich kann dazu sagen, ich mache die Community bei Jugend Hackt. Ich bin kein Programmierer. Ich habe nur so eine Halbahnung aus 25 Jahren Internet, also so Webdesign, Bloggen, was man da so eher in der Hinsicht gemacht hat und habe deshalb ein gesundes Viertelwissen dazu. Aber dafür haben wir ja, ich glaube, mit Martine eine ganz gute Erklärbärin hier. Ich mache mal deine Folien an. Und Ja. ich mag auch total gern den Titel. Du hast geschrieben, das genannt Facebook nicht erreichbar. Warum? Das haben sich viele Leute gefragt vor 2 Wochen. Vielleicht auch nicht unbedingt Facebook, aber es ist ja noch mehr. Es ist ja auch WhatsApp, es ist ja auch Instagram. Und dann hast du diesen schönen Untertitel, warum ein Genau. dezentrales, plurales Internet wichtig ist und Monopolisierung schlecht. Das heißt, wir reden ein bisschen über Technik und dann reden wir aber auch ein bisschen über Politik des Ganzen, oder? Und Offenheit. Genau. Wahrscheinlich Na sogar dann. hauptsächlich, also wie gesagt, dadurch, dass ich da jetzt auch nicht so ganz tief technisch drin stecke, werden wir wahrscheinlich eher über das Politische dann reden. Naja, also, die Frage ist, wie ja auch schon Philipp einleitend gesagt hatte, warum war Facebook nicht erreichbar? Das Ding ist, das ist ein bisschen komplizierter, wenn man da jetzt anfängt drüber zu reden, weil man muss da auch so ein bisschen die Hintergründe verstehen und warum wie das Internet überhaupt funktioniert. Und darum habe ich diesen kleinen Talk hier vorbereitet. Oh, da scheint es gerade nicht zu laden. Doch, da ist es, okay. Und zwar, wie das Internet überhaupt funktioniert. Und da müsst ihr euch das so ein bisschen so vorstellen, wenn ihr jetzt sozusagen der User seid, also ihr seid da jetzt da oder die Userin, und ihr seid da am einen Ende des Internets, dann habt ihr meistens ein Endgerät. Das kann euer Smartphone, euer Laptop, euer Gaming-Computer zu Hause sein, was auch immer. Und dieses Endgerät hat dann eine Adresse. Dies besteht meistens aus 4 Nummern. Also heutzutage gibt es da auch noch ein bisschen kompliziertere Sachen, wo das ein bisschen länger ist. Aber der Einfachheit halber habe ich das hier jetzt einfach nur mit diesen 4 Nummern gemacht. Das ist die sogenannte IP-Adresse.
Wenn ihr also dieses Endgerät habt und es hat eine IP-Adresse, meistens 32-Bit oder 4-Byte, und dann wollt ihr natürlich dann irgendwie so eine Internetadresse, wie man das, also so einen URL aufrufen. Das macht ihr entweder im Browser oder selbst wenn ihr jetzt irgendwie eine App auf eurem Smartphone benutzt, dann passiert das im Hintergrund auch, dass da irgendwie eine URL aufgerufen wird. Und sagen wir mal, ihr wollt euch auf Instagram das Profil von Jugend Hackt angucken. Dann müsst ihr erstmal herausfinden, was überhaupt dieses Instagram.com ist. Also das ist ein sogenannter Domainname. Und hinter diesem Domainname birgt sich dann meistens, in den meisten Fällen und zumindest jetzt auch in diesem Beispiel, eine IP-Adresse. Und da möchtet ihr dann halt fragen, wie ist die Adresse von Instagram.com? Und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr Briefe irgendwohin verschickt. Ja, man macht sich ein bisschen immer über Briefverkehr lustig, wenn es ums das Internet und dann andere Kommunikationswege geht. Aber ich glaube, es ist ein gutes Art und Weise, das anschaulich zu erklären trotzdem, weil ihr packt im Prinzip diese Frage, wie ist die Adresse von Instagram.com, in einen Brief. Da schreibt ihr dann die Adresse eines sogenannten Namensservers und eure Absenderadresse drauf, also genauso wie beim Briefverkehr. Diese Namensserver, die werden euch meistens von eurem Provider bereitgestellt, beziehungsweise häufig ist das auch einfach euer Router, der bei euch zu Hause steht, und der fragt dann den Namensserver, der von eurem Provider bereitgestellt wird, und da schickt ihr dann einfach diese Anfrage hin. Und dann sieht der Namensserver halt diese Frage. Ah, da möchte jemand wissen, wie die Adresse von Instagram.com ist. Und entweder weiß er das selber oder er fragt andere Namensserver, mit denen er verbunden ist. Und da sagt er dann, okay, die Adresse von Instagram.com ist 31.13.66.174. Das ist eine von den Adressen, die Instagram.com benutzt. Und dann adressiert er das dann halt entsprechend an euer Endgerät wieder und schreibt seinen eigenen Absender drauf, falls es da nochmal Nachfragen geben könnte, und schickt entsprechend, und ihr erhaltet dann entsprechend die Nachricht. So, dann könnt ihr die Antwort natürlich lesen, und dann wisst ihr zumindest erstmal, wo überhaupt Instagram.com ist und wo man das hinschicken muss. Dann gibt es aber noch andere Teile von dieser URL. Und zwar einmal gibt es da hier den sogenannten Pfad. Das ist dann quasi die Webseite, die ihr abrufen möchtet. Da schreibt ihr dann auch wieder eine Anfrage. Diesmal ich habe das hier blau markiert. Das heißt dann, dass ihr das nicht mehr das, was wir bis jetzt benutzt haben, das sogenannte DNS-Protokoll benutzen, sondern das HTTPS-Protokoll. Und da fragt ihr dann mit, sende mir die Webseite Jugend Hackt. Und das wollt ihr natürlich jetzt nicht von dem Namensserver haben, sondern von dem Webserver. Und da habt ihr eben die Adresse herausgefunden, indem ihr den Namensserver gefragt habt. Und da schreibt ihr dann entsprechend die Adresse von dem Webserver auf euren Briefumschlag. Und das kommt dann beim Webserver an. Und der guckt sich das dann auch an und generiert dann dementsprechend eine Antwort darauf. Das kann entweder eine Webseite sein oder, wenn das halt eine App ist, dann kann das auch mitunter irgendwie ein JSON-Objekt oder sowas sein, was dann von eurer App entsprechend in ein für Menschen lesbares Format gerendert wird, und schreibt dann wieder eure Adresse als Adressat drauf und seine eigene Adresse als Absender und schickt das dann euch, und dann freut ihr euch über den schönen Content, den ihr bekommen habt. Ja, und nun habe ich aber gesagt, so ja, ihr schickt das irgendwie einfach los und schreibt da immer die Adresse drauf, aber wie jetzt eigentlich sich diese Server und ihr selber und eure Endgeräte eigentlich immer finden, habe ich jetzt nicht wirklich erklärt. Und da wäre die erste Frage, die sich natürlich irgendwie stellt, ist, muss man da jetzt irgendwie wissen, wo man das überhaupt alles hinschicken muss? Müsst ihr euch alle Adressen merken, wo man das hinschicken muss? Und die Antwort ist nein. Denn die Adressen lassen sich immer sehr gut hierarchisch zusammenfassen. Das ist jetzt natürlich etwas ein bisschen schwierig zu verstehen, aber an sich heißt das einfach nur, dass die Adressen, die ein gleiches Präfix haben, also die mit den gleichen Nummern anfangen, sich im gleichen Subnetz befinden oder im gleichen Netzwerk. Ich habe das so ein bisschen mit einem Sternchen markiert hier, wie ihr vielleicht ja wisst, es nicht mehr so viele IP-Adressen gibt, beziehungsweise eigentlich gar keine mehr.
Hat man da einen kleinen Trick auch angewendet und benutzt nicht unbedingt immer nur Präfixe, sondern da gibt es auch die sogenannten Subnetzmasken. Aber der Einfachheit halber habe ich es jetzt erstmal nur bei Präfixen belassen, weil sonst wird das alles, sonst artet das alles nur etwas aus, wenn ich das jetzt alles beschreiben würde. Und was das jetzt genau heißt, ist, wenn ihr jetzt da eure Adresse aus dem Beispiel eben habt, dann habt ihr bestimmt in eurem Netzwerk, da habt ihr dann euren Laptop noch mit dabei und euren und vielleicht noch das Telefon von eurer Schwester. Und die haben auch jeweils eine IP-Adresse und die fangen mit den gleichen Zahlen an wie eure 10.0.1.32, aber enden dann mit einer anderen Zahl. Und das kann man halt in so einem Präfix zusammenfassen, das dann auch mit 10.01 anfängt und dadurch, dass die Adresse aus 32 Bit besteht, markiert man das dann immer mit so einer Präfixlänge auch in Bit angegeben. In dem Fall sind es jetzt zum Beispiel 24 Bit. Und warum man da die Bitzahl mit eingeht, sieht man auch gleich, wenn man jetzt zum Beispiel sich dann das darüber geordnete Subnetz anguckt, wo dann ein 16-Bit-Präfix, das mit 10.0 anfängt, hat man dann die Nullen sozusagen als die nicht zum Präfix gehörenden Stellen auch mit angegeben und damit man die dann irgendwie differenzieren kann von dem eigentlichen Präfix und was jetzt einfach nur sozusagen Daten sind, die man ignorieren kann, gibt man da immer dann auch noch die Anzahl der Bits mit an, wie lang dieses Präfix ist. So, und das kann dann natürlich auch ein Teil eines Subnets sein. Und genauso ist halt auch die Adresse von Instagram auch Teil eines Netzwerks. Und das ist dann auch Teil von diversen Subnetzen. Und das große Obersubnetz ist sozusagen die sogenannte Default-Route. Das ist dann 0000. Und ja, das beantwortet zumindest erstmal, wie man irgendwie Adressen im Internet irgendwie angeben kann und wie man daran dann irgendwie sich finden kann. Aber wie jetzt auch da die Präfixe sich untereinander finden, habe ich auch immer noch nicht erklärt. Darum muss ich da auch noch mal ein bisschen ausholen. Und zwar erklären, woher die Rechner dann wissen, wo welche Adresse beziehungsweise wo welches Präfix zu finden ist. Und dazu muss man erstmal wissen, das Internet ist, wie der Name ja schon sagt, Internets ist ein bisschen wie beim Intercity Express, der halt zwischen den Städten fährt, ein Netz von Netzen, also das ist ein Netz, was die Netze verbindet. Und im Kontext von BGP, was ja auch häufig aufgegriffen wurde in den Berichterstattungen über diesen Facebook-Ausfall, werden diese Netze mitunter auch autonome Systeme genannt. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, dass eure Internetprovider, die ihr zu Hause habt, auch sogenannte autonome Systeme sind. Da zählt dann zum Beispiel die Deutsche Telekom, Telefonica oder Vodafone, je nachdem, welchen Internetprovider ihr habt, mit dazu. Aber auch große Firmen, wie zum Beispiel Facebook und Cloudflare, können ihre eigenen autonomen Systeme haben. Die bezahlen dann halt nicht irgendwie die Telekom dafür, dass sie dann ins Internet können, sondern die haben dann nämlich nochmal sowas, das nennt sich ein IXP oder andere dem untergeordnete Provider, mit denen die sich dann verknüpfen. Und dieser IXP dient sozusagen als so eine Schnittstelle zwischen den verschiedenen autonomen Systeme und darüber können dann die jeweiligen autonomen Systeme dann auch jeweils ihre Präfixe, die ihr Subnetz sozusagen darstellen, jeweils ankündigen. Und der IXP oder Internet Exchange Point, ich sollte vielleicht das auch nochmal kurz aufschlüsseln, wofür dieses IXP steht, der kann dann sozusagen über diverse ganz kompliziert funktionierende Sachen im Hintergrund dann auch jeweils den anderen Netzteilnehmern mitteilen. Ja, übrigens, wenn man über mich geht, beziehungsweise das Präfix so und so ist da entlang, kann der dann entsprechend sagen. Allerdings sieht man ja dadurch, dass dann irgendwie, ja, ist das dann jetzt alles abhängig von diesen Internet Exchange Points? Und nein, man kann tatsächlich auch die autonomen Systeme untereinander sagen. Typischerweise ist das zum Beispiel, wenn die im gleichen Datenzentrum sind oder das sind irgendwelche, sag ich jetzt mal, befreundeten Firmen oder die haben irgendwie sich gegenseitig dafür bezahlt, dass man dadurch das deren Netzwerk gehen kann.
kann man auch sogenannte Peering Agreements machen, dass die miteinander sozusagen sagen, so hier, ihr, hier, dieses Präfix ist auch über unsere Internet, über unser Netzwerk zu erreichen. Das ist dann jetzt zwar ein anderes Netzwerk, aber theoretisch kommt man auch hier rüber und dann entscheidet sozusagen das Routing-Protokoll, was dann dieses sogenannte BGP ist, je nachdem, wie weit das jetzt ist, welches jetzt die bessere Route zu diesem Netzwerk wäre, damit man natürlich auch eine recht geringe Latenz hat. Das kann aber auch mitunter dann irgendwelche politischen Entscheidungen mit sich haben. Zum Beispiel will dann vielleicht irgendein Land, dass nicht der gesamte Traffic von dem Nachbarland durch das eigene Land geht und dann muss das drum geleitet werden. Also da gibt es jede Menge Entscheidungen, warum, wie irgendwie was geroutet werden muss und wer mit wem da jetzt gerade spricht. Aber das ist so ungefähr die Idee, die hinter BGP steht. So, und da habe ich ja schon gesagt, da sind mitunter auch politische Entscheidungen mit hinter. Und darum möchte man vielleicht, oder weil man sich vielleicht auch nicht mehr versteht, oder man hat dieses Agreement, was man gemacht hat, aufgelöst, können natürlich auch autonomen Systeme sagen, wir möchten, dass jetzt nicht mehr das Traffic von dem Netzwerk auch über unser Netzwerk geleitet wird. Und darum kann man auch ein sogenanntes Withdrawal machen von einer Route. Und da sagt man dann einfach so, das habe ich dann jetzt durch dieses Durchstreichen markiert, sagen, ich möchte jetzt keinen Traffic mehr von diesem für dieses Präfix haben, sucht euch da irgendwie eine andere Route, wenn ihr da weiter mit kommunizieren wollt. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu der Frage, was da jetzt eigentlich vor 2 Wochen am Montag passiert war, am 4. Oktober. Und im Prinzip ist genau das passiert, was ich eben beschrieben habe, dass das Facebook-Netzwerk einfach gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass für das Präfix, was Facebook, Instagram, WhatsApp darstellt, keine Kommunikation mehr stattfindet. Also ich möchte das nicht mehr, dass das über mein Netzwerk kommt. Deshalb gab es so ein sogenanntes Withdrawal. Und dadurch haben dann natürlich auch alle benachbarten autonomen Systeme entsprechend gesagt, so, ja gut, dann ist halt dieses Netzwerk nicht mehr über uns erreichbar. Und das führte dann halt dementsprechend auch dazu, dass Facebook einfach nicht mehr erreichbar war. Ja, das hatte dann entsprechend zur Folge, dass Facebook nicht mehr erreichbar war. Aber vielleicht habt ihr auch gesehen, dass da auch Berichterstattung dazu gab, dass DNS irgendwie von Facebook ausgefallen war. Und wie hängt das jetzt damit zusammen? Ich habe das ja eben erklärt. Da fragt man ja irgendwie einen Namensserver. Und ich habe aber auch eben erwähnt, so dass die Namensserver auch mitunter untereinander kommunizieren. Und irgendwie an sich ist das auch irgendwie so, dass jeder Provider seinen eigenen Namensserver hat und die fragen dann immer die Namensserver von den anderen Providern, wenn irgendwie etwas unbekannt ist oder sie haben das halt selber gespeichert. Und in dem Fall haben halt alle versucht, dann halt den Namensserver von Facebook zu fragen, weil Facebook hat ja seinen eigenen Namensserver und verwaltet auch seine eigenen Namen. Und da war das Problem halt, weil Facebook nicht erreichbar war und weil das im autonomen System von Facebook stand, war dieser Namensserver halt nicht erreichbar und der Webserver dann natürlich entsprechend auch nicht. Darum konnte man, selbst wenn man jetzt irgendwie den Namen wusste, wenn man die Adresse wusste, die unter diesem Namen erreichbar ist, konnte man tatsächlich das auch nicht erreichen. Und der Grund, warum das wahrscheinlich auch so ist, ist A, dass halt zum Beispiel auch also Anbieter wie Cloudflare gesagt haben, ja, da gab es einige BGP-Withdrawals, bevor Facebook nicht mehr per DNS erreichbar war. Und es war ja tatsächlich auch so, dass so Dienste wie Instagram, die gar nicht in dem Facebook-Datencenter stehen, sondern tatsächlich in der Amazon-Cloud gehostet werden, auch nicht mehr erreichbar waren. Und das war einfach hauptsächlich deswegen, weil diese Namen nicht aufgelöst werden konnten. Und ja, da wird gerade noch viel auch tatsächlich jetzt gerätselt, wie das passieren konnte, warum das passieren konnte. Darum können wir da jetzt auch nicht so genau auf die technischen Details eingehen, was jetzt genau konkret passiert ist. Das ist sozusagen so, das war so die einerseits nicht wirklich die Vermutung, weil das konnte man beobachten, aber warum da jetzt diese Withdrawals rausgeschickt wurden, das kann man jetzt nicht genau sagen bis zum aktuellen Standpunkt. Aber darum haben wir jetzt sozusagen diese Diskussion eher weniger warum, sondern was können wir daraus lernen? Also einerseits vielleicht
wir als Nutzer von Facebook oder WhatsApp oder Instagram oder Oculus oder was auch immer da aus der großen Facebook-Familie benutzt wird. Aber vielleicht auch, wie ja auch Michael schon gesagt hatte, als aktuelle oder zukünftige Administratoren von Netzwerken und welche Stolpersteine könnte es da geben. Und ja, da würde ich jetzt einfach wieder das Wort zurück an Philipp geben. Vielleicht hat er da auch noch interessante Fragen. Ja, erstmal Martin, vielen, vielen Dank für den Überblick und fand ich jetzt auch gar nicht, dass man da bescheiden sagen muss, dass du dich da nicht gut auskennst, weil das ist schon mal extrem gut. Danke dir für diese Einführung da ins Thema. Ich sage auch nochmal unseren ZuschauerInnen, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt für Fragen. Das ist natürlich sehr technisch gewesen, ne? Also ich habe da auch viele Storys gehört, wie dann irgendwie die Leute am Ende, weiß nicht, da die Tür aufflexen mussten oder so zum Server und alles, weil einfach ja auch alle internen Tools bei Facebook offline waren, weil das natürlich auch daran hängt. Also da stellt man ja fest, dass es doch sehr verwundbar ist, das ganze System, oder? Ja, also da ist dann natürlich aber auch die Frage, also klar, vielleicht rechnet man da auch nicht als Netzwerkbetreiber mit, aber da ist dann auch die Frage, warum hing es jetzt, also da war ja diese Story mit den Schlössern, warum hingen diese Schlösser überhaupt mit in dem gleichen System? Warum führte ein Ausfall des autonomen Systems, also der Internetverbindung quasi, überhaupt dazu, dass die Schlösser auch nicht mehr funktionierten? Das sind halt alles so Fragen, die sich halt so stellen, ja. Und natürlich, das ist dann entsprechend auch alles verwundbar, wenn es jetzt um ein Netz direkt geht, aber der Fakt an der Sache ist ja tatsächlich, dass da nur ein einziges von vielen Hunderten von autonomen Systemen, die im Internet existieren, ausgefallen war. Das Problem war halt nur, dass das ein autonomes System war, was für viele Menschen auf der Welt sehr wichtig ist, beziehungsweise viele ihre Kommunikation darauf aufgebaut haben natürlich. Von daher, ja, ist das dann so die Frage, ist das wirklich so verwundbar? Ich würde sagen eher nein. Situation ist eher, wie ich ja auch in den Folien anfangs schon geschrieben habe, das Problem ist halt dieses große Monopol von Facebook, dass da dass da ziemlich viel Traffic sozusagen über sich leitet und ziemlich viel Kommunikation nur über dieses Netzwerk, dieses eine einzige Netzwerk geht. Weil das Internet an sich ist sehr dezentral aufgebaut und sehr pluralistisch. Und wie man ja auch an diesem Peering Agreement sieht, zumindest auf Provider-Ebene, da kann da jeder mit jedem reden. Michael, deine Gedanken an der Stelle, wenn du möchtest. Ja, ich kann dir natürlich... Ja, gerne. Also ich sehe das auch so, dass das Internet wirklich gegen sehr, sehr viele Fälle von Fehlern gefeit ist und dafür ist es auch gebaut worden, wenn man sich erinnert. Das ist ein Militärnetz, das gebaut worden ist im Kalten Krieg, was das Ziel hatte, weiter zu funktionieren, wenn irgendwo eine Bombe drauf fällt. Und zwar Bomben, die halt große Flächen zerstören. Und darum ist es halt eben nicht das, was man früher hatte, nämlich ein Netz von Computern, sondern ein Netz von Netzen. Und das Routing ist dynamisch, das heißt, wenn ich links nicht mehr lang komme, geht das Paket rechts lang. Und das ist halt schon gut, ne? Und der Punkt, der hier jetzt passiert ist, ist halt, dass ein einzelnes Ding so groß ist, dass halt extrem viele Menschen darauf irgendwo beruhen und dass das Ding ausfällt. Also man kann natürlich jetzt sagen, man könnte das aus Schichten teilen und sagen, man gibt die Verantwortung in verschiedene Bereiche, sodass halt meinetwegen Facebook sowohl den Backbone, die haben ja scheinbar einen eigenen, wie ich das gelesen habe, einkauft und das DNS einkauft und. Und dann würde das vielleicht nicht alles auf einmal ausfallen, weil halt eben dann nur irgendwelche Server in deren Hosting-Centern nicht mehr erreichbar sind, aber Instagram vielleicht noch überlebt. Diese Größe von dem Ding ist natürlich tatsächlich ein Riesenproblem. Was mir aber auch auffällt, ist, dass sich alles ins Internet verschiebt. Und damit meine ich, dass halt im Internet inzwischen ja Dinge stattfinden,
weg von, also der erste Punkt war, wie ich gesagt habe, militärisch, der zweite Punkt war ja universitär, das heißt, in den 70er, 80ern war ja die Hauptvernetzung die Universitäten und dann begann man halt die Allgemeinbevölkerung zu vernetzen. Und dann wurde das Internet entdeckt für Spielen, für Social Media und. Und jetzt fängt man plötzlich an. Man fängt an, Schweine damit zu mästen. Also man hat Schweineställe mit 20.000 Schweinen, die im Internet sind. Und der Bauer, der kommt da nie hin. Das ist ein Stall, der zu ist. Da geht keiner rein. Wenn da einer reingehen würde, würden die einen Herzinfarkt kriegen und alle sterben. Das Ding ist computergesteuert und wenn da irgendwas ausfällt, kriegt der Bauer eine Nachricht und wird eben dahin gerufen. Wir haben OPs, die über das Internet stattfinden und weiter und weiter. Und die Frage ist für mich, das ist mir neu so eingefallen, ist das vielleicht das Ungesunde an der ganzen Geschichte? Ich meine, wir haben es ja jetzt auch ein bisschen mit diesem Beispiel an den Facebook-Schlössern gesehen. Warum hingen die überhaupt im Internet? Warum hat man da nicht einfach zumindest zum Serverraum und für den Außenbetrieb noch irgendwie, zumindest irgendwie so ein Fallback, dass da ein ganz normales mechanisches Schloss dran ist? Ja, klar, aber. Ja, oder ein IPC-Bus, der außen rauskommt, ne? Aber genau, ich sehe tatsächlich jetzt da nicht so unbedingt das Problem, weil das Problem ist halt, glaube ich, wirklich die Zentralisierung und die Nutzung von spezifisch proprietärer Software. Also, dass da irgendwie ein Hersteller sagt, ihr benutzt jetzt sozusagen das hier zum Chatten untereinander. Und da gibt es auch nur eine Software, die wir bereitstellen und das läuft alles über unsere Server. Und da wäre die Frage halt so eher so, warum benutzt man da jetzt keine Standardprotokolle? Also wir hatten ja eben auch schon im Vorgespräch so ein bisschen Matrix angesprochen, was ja jetzt zumindest was Chatten angeht, ja auch eine sehr gute Alternative bietet, die auch tatsächlich dezentral ist. Also es wurden jetzt auch in der Diskussion um WhatsApp tatsächlich ja auch Signal und sowas erwähnt. Allerdings hat Signal auch ein ähnliches Problem, dass es halt nur alles über einen Server in dem Sinne läuft. Also alles sehr zentral über die Hersteller sozusagen. Es ist zwar Open Source, aber die haben auch Hersteller, die Hersteller von Signal läuft. Und ja, das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Telegram, aber zum Beispiel so eine Dienste wie Matrix, wo dann halt auch ein offener Standard definiert ist, wo den jeder nachlesen kann, wo jeder sozusagen wenn man keinen Bock hat, diesen Server, der von Matrix bereitgestellt wird, den selber zu implementieren, ist halt theoretisch möglich. Aber halt auch die klassischen offenen Protokolle, die wir im Internet haben, wie zum Beispiel DNS, BGP, IP oder HTTP. Wenn man die, glaube ich, einfach, wenn man sich, wenn sozusagen die Gesellschaft mehr darauf läuft, dann, also dass man diese Protokolle benutzt, die ja tatsächlich offen frei verfügbar sind. Natürlich muss man ein bisschen Know-how haben, um damit umgehen zu können, klar, sei dahingestellt, aber wenn man da jetzt nicht, wenn das alles sozusagen nicht alles über diesen einen Dienst laufen würde, den dieser eine Dienstleister bereitstellt, ich glaube, da wäre schon sozusagen viel gewonnen. Ja, aber die Frage ist halt, wie wichtig Facebook ist. Wenn das ausfällt, passiert halt nicht viel. Aber, ja, doch. Philipp möchte, glaube ich, was sagen. Genau, ne, genau zu diesem Punkt nicht viel. Das dachte ich denn auch so ein bisschen, das ist ja so ein Luxusproblem und man hat Twitter, haben alle so ein bisschen drüber gelacht und haha, Facebook und wir finden Zuckerberg eh ein bisschen doof und finden das auch ein bisschen lustig. Ne? Und dann, ich habe dann tatsächlich an dem Tag erstmal gelernt, durch so Tweets auch aus anderen Ländern, was eigentlich überall läuft. Ne? Da ist ja auch das Vorbild in, weiß nicht, wie heißen die Messenger in China, wo ja sehr viel drüber läuft, Bezahlung, das kommt ja jetzt so langsam auch bei uns erst an. Und Martino hat es ja eben gesagt, in anderen Ländern ist Facebook sozusagen dasselbe wie das Internet, weil die Leute sind, die dann da den Zugang bereitstellen. Und das ist dann auch nicht Netzneutralität und alles, sondern es ist eigentlich so wie, in meinen Anfangstagen des Internets gab es erst das freie Internet und dann kam AOL und das war dann so für alle Leute, das ist das Internet, dabei war das irgendwie sozusagen nur sein eigener Zugang oder so. Und ich glaube, in ganz vielen Entwicklungsländern oder Ländern des globalen Südens ist es doch so, dass Facebook
da im Wesentlichen dein Provider ist, oder? Und dann ist einfach alles weg und auch deine Bezahlfunktion, oder? War das so? weniger der Provider, als dass halt die sozusagen viel mehr als Facebook wird halt nicht benutzt. Also es ist halt so, da kennen viele Leute gar nicht, dass man irgendwie den Browser aufmacht, sondern das wird halt die gesamte Information halt über Facebook bezogen. Und ja, da hast du ja auch gerade irgendwie so das Beispiel mit China gegeben, dass dann, da gab es ja neulich auch irgendwie Berichte über diese eine chinesische App, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber wo dann ja sogar auch der Content nur innerhalb dieser App existiert und da auch gar keine Links möglich sind zu anderen Webseiten, wo man dann sozusagen darauf vertrauen muss, dass das, was da in dieser App steht, jetzt auch wirklich seine Richtigkeit hat und gar nicht selber nachforschen kann, beziehungsweise man muss dann irgendwie selber irgendwie Google oder das chinesische Äquivalent aufmachen und da dann googeln und dann hat man natürlich auch dann wieder andere politische Probleme, dass dann nicht unbedingt alle Informationen auch innerhalb des Landes zugänglich sind, wo wir da übrigens auch wieder über ein BGP-Problem sprechen, weil das ist mit BGP möglich, dass man einfach andere Server nicht mehr erreichbar macht nach politischen Entscheidungen. Und das ist dann halt natürlich sehr gruselig, wenn sozusagen das, was wir als Internet verstehen, in anderen Ländern einfach nur diese eine App ist. Und ja. Michael, hatte ich dich eben unterbrochen? Wolltest du gerade noch was sagen an der Stelle? Nee, ich überlege gerade mit den... das sind eigentlich beides so ungesunde Entwicklungen der Nutzung. Also mich interessiert auch nochmal die Geschichte, die du angesprochen hast mit dem föderierten System, wo man halt im Grunde ja schon mit angefangen hat. Also jeder kennt E-Mail findet es gut, dass er sich auswählen kann, wo er das benutzt oder von welchem Provider er das angeboten kriegt. Und wenn er dann Instant Messaging machen will, dann ist er sofort quasi verhaftet, WhatsApp zu machen, weil er sonst seine Freunde nicht trifft. Und diese Entwicklung finde ich schon so eine Besonderheit, da die Leute wirklich reinzuziehen und die Beispiele zeigen das ja auch, dass es bei Facebook funktioniert, dass da, wie du sagst, Länder sind, das wusste ich auch nicht, die ihr Internet nur in Facebook erleben. Also das finde ich schon mal erschreckend. Und wenn dann, und das ist halt auch eine Sache, die ich bei uns so seltsam finde, dass sich offizielle Behörden, also in den USA ist es ja noch stärker, über solche Dienste oder Informationen austeilen an ihre Bevölkerung, die halt kommerzielle Interessen haben. Also sei es, dass die Polizei in Twitter postet oder die Regierung eine Facebook-Gruppe hat. Das finde ich komisch. Oder geht euch das nicht so? Ja, tatsächlich sind es ja dann eher mitunter WhatsApp-Gruppen. Von daher. Aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Aber es kommt. Ja, genau. Aber ja, das ist halt irgendwie so. Auch dass man zum Beispiel irgendwie bestimmte Dienstleistungen, zum Beispiel kann ich mit meinem Vermieter über WhatsApp mit einem Bot dann reden. Aber. Ja, dass das halt alles über diese eine App sozusagen passiert, das ist mitunter halt so, ja. Also das heißt, diese Akzeptanz, von einem einzelnen Anbieter wird sozusagen auch von offizieller Seite anerkannt. Zum Beispiel, also, wir hatten das auch zum Beispiel in der Diskussion jetzt, als das mit diesem Nutzer-Dingsbums bei WhatsApp, also mir fehlt das Wort gerade, da gab es ja vor ein paar Monaten, dass bei WhatsApp die Nutzungsbedingungen umgestellt werden. Da hatten wir halt auch in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe die Diskussion, ob wir jetzt irgendwie zu Signal oder was anderem wechseln wollen. Da gab es halt tatsächlich die Mehrheit, die gesagt haben, nö, ich habe mich jetzt an WhatsApp gewöhnt.
will ich nicht. Und was ja auch, wenn man jetzt daran denkt, dass irgendwie Leute ein bisschen älter sind und vielleicht nicht mehr ganz so flexibel mit der Technik sind, ist das ja auch auf einen gewissen Grad verständlich natürlich, aber es ist halt trotzdem so irgendwie, ja, da pflastert man sich sozusagen auf einer Plattform fest. Naja, ich glaube, ich kann ja mal so sagen, Jugendhakt ist ja jetzt einfach ein Programm, ein Projekt. Wir sind natürlich auch auf diversen Diensten aktiv. Wir finden es total toll, dass wir zum Beispiel auf diesen föderierten Systemen natürlich auch aufsetzen, so dass wir bei Mastodon sind, dass wir intern für die Community eine Open-Source-Software benutzen, dass wir das auch immer wieder fördern. Bei Jugendhakt, indem wir sagen, Open Source ist wichtig aus folgenden Gründen, ne? Und sehr viel von dem Code, der entsteht, landet ja dann auch irgendwie GitHub, GitLab oder sonst wo. Und gleichzeitig benutzen wir natürlich aber auch Tools, die einfach nicht offen sind, sowohl weder von Quelltext her noch sozusagen von, ne, wem gehört das denn? Weil in dem Moment, wo das ist ja auch so ein bisschen meine Aufgabe, wo ich dann versuchen muss, neuen Leuten davon zu erzählen, auch jungen neuen Leuten, kann ich natürlich nicht sagen, hey, das steht einfach auf unserer Webseite, du kannst uns eine E-Mail schicken oder ein Fax, wir sind so alt und natürlich sind wir bei Instagram, weil irgendwie wir da andere Leute treffen, ja, die wir einladen können, die auch sozusagen in dieser jugendlichen Zielgruppe sind oder auch, muss man auch sagen, auch Erwachsene, die da sind auf Facebook. Wenn ich poste hier, wir haben ein neues Event, dann versuche ich natürlich Eltern zu erreichen, versuche ich natürlich auch LehrerInnen zu erreichen und andere irgendwie, weiß ich nicht. Das sind ja so verschiedene Sphären und da passiert es denn einfach. Da kann man sich schon, bin ich schon manchmal ganz froh, dass ich dort gewisse Leute über Jugendhakt informieren kann. Und allein so eine Politik zu fahren, zu sagen, wir finden das alles richtig doof, deshalb supporten wir das nicht, ist einfach schwierig. Da sitzt man dann alleine da. Ne? Das ist, glaube ich, so ein tägliches Aushalten oder Aushandeln, will ich eigentlich sagen, dass man da machen muss. Und mir ist das dann auch an diesem Montag passiert, dass ich dann das irgendwie mitgekriegt habe und sagte, naja, lustig. Und dann nehme ich das Handy und denke mir, ach, dann poste ich jetzt nochmal eine Erinnerung an Jugendhakt. Und dann so, ach ja, es geht ja nicht. Also, ja. Und dann, so wie wenn das eigene Internet zu Hause ausfällt und denkt, was mache ich denn jetzt? Und dann denkst du nach 5 Minuten, ach guck, schreibe ich einfach währenddessen E-Mails. Ah, das geht auch nicht. Und dann merkt man erstmal, was da alles drin hängt. Also ich glaube, da hat es dann sozusagen für jede Person so einen anderen Effekt, sodass zum Beispiel bei mir das WhatsApp nicht ging, das ist bei mir zum Glück gar nicht groß aufgefallen, weil ich das gar nicht groß benutze oder so. Aber es sind dann halt, wie du sagst, Martin, so Legacy-Geschichten. Leute haben sich einfach daran gewöhnt, also ist man. Ja, es gibt ja auch immer so ein bisschen, aber das finde ich so ein bisschen Scheinargument, dass Open Source ja irgendwie so nutzerunfreundlich wäre und dass man, oder dass halt auch offene Standards halt zu nutzerunfreundlicher Software führen, weil da sehr viel dann halt auch auf Konsens basierend dann entwickelt wurde natürlich. Und ich finde das halt eher so ein Scheinargument, weil ja, es gibt viel unbenutzbare Open Source Software und auch Software, die auf offenen Standards basiert. Und der Klassiker ist ja hier auch mit E-Mail-Verschlüsselung, dann mit BGP, dass das halt auch immer sehr als sehr benutzerunfreundlich kritisiert wird. Aber ich denke, das ist halt auch immer so eine Art der Präsentation, also wie das die Software halt präsentiert. Und ich glaube, da kann man halt auch sehr viel, wenn man da ein bisschen mal, sage ich jetzt mal, Hirnschmalz reinsteckt, dann auch entsprechend auch sehr benutzerfreundliche Software mitschreiben, denke ich. Also da, genau, es gibt ja auch so immer das Beispiel, wahrscheinlich jetzt bei dir nicht, weil du ja irgendwie gesagt hast, durch Facebook konntest du auch deine E-Mails nicht schreiben, aber viele benutzen halt Gmail, weil die Benutzeroberfläche so schön bedienbar ist. Aber was passiert, wenn das Gleiche, was bei Facebook jetzt passiert ist, dann auch mal Google passiert? Ich glaube, dann haben wir noch mal ein sehr viel größeres Problem. Auf jeden Fall. Ja. Michael, du bist ja auch, hast du erzählt, auch lange schon Softwareentwickler. Und ich finde, das Open-Source-Thema ist natürlich auch eins, was bei Jugendhakt auf jeden Fall sehr wichtig ist. Wollte ich einfach noch deine Einschätzung an der Stelle fragen. Meintest du mich? Sorry, ja, ich meinte dich, Verzeihung. Entschuldigung, ich habe hier ein bisschen Lücken. Wir haben hier ein Funkloch auf dem Lande und keine Glasfaser. Deswegen hatte ich das jetzt nicht gehört. Nee, genau.
Habe ich die Frage richtig verstanden? Haben wir in Berlin auch nicht. Open Source. Genau, genau. Martin hatte ja das Open Source Thema angesprochen und ich wollte dich einfach nach deiner sozusagen, ja, deiner Einstellung oder deiner Erfahrung da fragen. In Richtung GitHub zum Beispiel? Also da kann ich ganz direkt Bezug nehmen, weil ich mich gewundert habe, dass ihr GitHub macht, weil es in aus Berlin ein Projekt gibt, Codeberg, die ein GTA hosten und die geistig sozusagen näher sind mit ihrem Ansatz. Und ich habe an irgendeiner Stelle, nämlich als GitHub gekauft worden ist, meine Tätigkeiten auch so umgestellt, dass ich so spinnenförmig arbeite. Das heißt, ich habe ein zentrales Repository bei Codeberg, aber poste auch in die anderen Richtungen. Und das ist mir auch eben eingefallen, als du erzählt hast, was mache ich, wenn jetzt Facebook ausfällt, dass ich das handhaben würde, dass ich eine zentrale Stelle habe, wo ich eigentlich meine PR mache oder wie man das immer nennt und von da aus in die anderen Medien reinposte und die anderen Medien für mich klar Kanäle sind, um Menschen zu erreichen, aber mein zentraler Punkt ist halt bei mir und ich hoste den, ich manage den und ich bin Eigner dieses Punktes und ich versuche eigentlich die Leute immer dahin zu ziehen und irgendwo meinetwegen einen kleinen Teaser auf Facebook zu haben, wir machen wieder was, ach hier ist der Link und die dadurch dann auch wieder auf diese zentrale Stelle zu kriegen. Ja, ich meine, da sprichst du auch was an. Ich glaube, also, dass dieser Kampf Entschuldigung, irgendwie gab es da jetzt ein Delay. aber ja, da sprichst du auch irgendwie was an, was mit GitHub, weil wir benutzen zum Beispiel für unseren Forschungskontent, aber auch wenn wir jetzt irgendwie im Rahmen unserer Forschung Software entwickeln, hauptsächlich GitHub. Einfach der Bequemlichkeit wegen, weil alle daran irgendwie so ein bisschen gewöhnt sind, aber auch, weil man damit dann halt die meisten Leute erreicht, weil GitHub halt sozusagen das... Kann man jetzt fast so schon sagen, dass Facebook für Codeentwicklung ist. Aber Entschuldigung, ich hatte dich irgendwie auch so unterbrochen. Also von daher darfst du ruhig. Das war jetzt nur so ein Einwurf dazu. Ja, hast du recht. Nee, aber das ist ein interessantes Argument, weil du ja zwei Sachen bringst. Das eine ist halt die Bequemlichkeit und das andere ist die Erreichbarkeit. Und die Erreichbarkeit, finde ich, erreicht man ja auch dadurch, dass man das zwar mit bedient, aber nicht als seine Zentrale sieht. Die Bequemlichkeit ist halt ein Problem. Und da ist die Frage, ab wann springt man da drüber? Ich habe halt auch lange bequem GitHub benutzt und als dann der Punkt des Kaufes war, habe ich gesagt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo das Fass überläuft. Ich ziehe die Notbremse. Ist zwar anstrengend, aber ich gehe nach Codeberg. Und das ist halt eben wo die Frage, wenn ich jetzt mit einer Verwandten spreche, die auch jetzt nicht Computer als zentralen Punkt ihres Lebens sieht, die wird natürlich über die Bequemlichkeit heraus nicht von WhatsApp wegwechseln. Aber wenn ich Leute mit höherem Anspruch habe, eben, was ich eben gesagt habe, eine Regierung sollte nicht als zentralen Kommunikationspunkt zur Bevölkerung Twitter nehmen. Und da ist der nächste Schritt, warum die Regierung dann nicht auch versucht, föderierte Systeme zu pushen, um eine Möglichkeit zu haben, eine eigene Dependance von der Sache zu haben. Wenn ich da eine Matrix-Room habe, dann gehört mir der. Dann kann ich als Regierung dann auch dafür sorgen, oder Regierung ist ja nur ein Platzhalter für Gruppen, Firmen, was auch immer, die eine gewisse Wichtigkeit haben, dass ich was auch immer, ne? Dass ich dann die Sicherheit habe, dass ich Herr dieser Geschichte bin. Und wenn irgendwas auch böswillig ausfällt, es kann ja sein, dass Facebook jetzt nicht aus Mangel an Kompetenz den falschen Befehl absetzt, sondern dass Facebook Deutschland doof findet und mal Deutschland ausschaltet. Und das muss mir doch als Regierung irgendwo unangenehm sein. Und da weiß ich nicht, warum dieser Bequemlichkeitsfaktor, den du eben genannt hast, dann an den Stellen nicht
übersprungen wird, weil der Druck ausreicht. Ja. Natürlich gleich die Frage an Philipp. Warum reicht der Druck für dich nicht aus der Bequemlichkeit? Ich sage das gleich. Genau, der Kontext, da ist das GitHub ja Wobei sozusagen. Wobei ihr das ja nicht ganz macht, dass ihr Facebook als zentralen, alleinigen Punkt habt. Oder? Das ist natürlich dann ein schlechter Ansprechpartner. Ich hoffe mal, dass ich jetzt in die Gesprächspause komme. Sorry, wenn ihr mitbekommt, dass wir uns hier ein bisschen ins Wort fallen. Ab wann überwindet man den inneren Schweinehund? Leichte Verzögerung drin. Ich hoffe mal, das kriegen wir jetzt hin. Aber genau, bei Jugendhack ist uns wichtig, dass wirklich alles zentral bei uns auf der Webseite läuft, weil wir das auch sozusagen als offene, ja, die Hauptanlaufstelle haben. Also ich versuche, was sehr wichtig ist, irgendwie keine exklusiven Inhalte auf irgendwelche Plattformen zu tun, sondern das tatsächlich auch immer irgendwie zusätzlich zu benutzen, um dann auch immer wieder zu sagen, irgendwie die ganze Story gibt es da. Aber das ist das, was ich, glaube ich, meinte. Man muss den Leuten auch irgendwie entgegenkommen. Das ist halt in dem Fall nicht Bequemlichkeit, sondern eine ganz bewusste Entscheidung. Aber klar, ganz auch immer mit dem Auge, wo will man eigentlich noch sein, wo will man auch eigentlich nicht mehr sein. Wenn man jetzt irgendwie, wenn wir feststellen, irgendwie, wir posten alles immer noch mal auf Facebook, aber das interessiert eigentlich nur noch zwei Leute, denn und wir finden es auch eh doof, dann lassen wir es halt sein. Und das ist, glaube ich, so eine laufende Geschichte, die man sich halt immer anschaut und gleichzeitig versucht, die Leute rüberzukriegen auf die offenen Plattformen. Ne? Also auch nie auf einem Event sagen, ihr müsst uns jetzt bei Facebook folgen, sondern guckt euch jetzt mal hier an, was wir noch für Alternativen haben. Und das Gleiche halt bei GitHub. Da sind auch schon so Dinge unterwegs. Das heißt, parallel dazu ist natürlich dasselbe in Grün vielleicht. Haben wir denn letztes Jahr gesagt, naja, GitHub, das wollen nicht mehr alle benutzen. Da packen wir mal ein GitLab noch zusätzlich dazu. Und die Richtung geht aber natürlich klar in die Richtung, was Michael gerade gesagt hat, mit Codeberg Dinge selber hosten. Da ist er ja auch wieder. Ja. Gut, wir hatten einen riesen Ping, sehe ich gerade, von 45 Sekunden. Ich hoffe, Michael, du hörst uns wieder. Alles klar. Und super. Es scheint auch einigermaßen synchron zu sein wieder. Ja, sorry, jetzt war ich ein bisschen daraus aus dem Konzept gekommen, aber ich wollte eigentlich was sagen. Also, ja, ich glaube, ja, auf die Sachen selbst hosten ist immer eine gute Wahl. Aber man muss doch darauf achten, wo wird das gehostet, wo steht dieses Datenzentrum, zu welchem autonomen System gehört das, weil wenn jetzt alle, das kann halt auch alles wunderbar dezentral wirken, aber wenn das alles sozusagen im gleichen Datenzentrum und dadurch zum gleichen AS gehört, hat man genau das gleiche Problem auch wieder. Das ist halt so immer, da muss man dann, und das ist halt so, wo ich dann so denke, wo das mit der Dezentralität auch, glaube ich, mitunter für viele nicht so technisch versierte dann etwas intransparent wird, weil wer guckt jetzt sich schon an, wem gehört das Datencenter, wer mietet das, wer hostet das? Da weiß ich das mitunter selber bei meinem eigenen Server auch nicht. Natürlich kann man sich auch irgendwie eine Box zu Hause hinstellen, aber da sind wir dann wieder bei dem Abend, bei der, wie wir ja auch gerade live sehen, bei der etwas Bedürftigkeit des deutschen Internets, dass man dann vielleicht jetzt nicht unbedingt auch hundertprozentig erreichbar ist, hundertprozentig einen guten Uplink hat. Und dann ist halt auch die Frage, was passiert, wenn der eigene Provider vom Netz geht. Da ist dann halt auch immer so ein bisschen die Abhängigkeiten, die man da untereinander hat. Und, aber du hast eine gewisse Streuung in der Auswahl und genau. Dadurch hast du ja schon, wenn da was ausfällt, halt nicht alle weg, sondern nur ein paar. Also genau, aber da muss man halt auch gucken, ob diese Streuung überhaupt tatsächlich jetzt so existiert. Also wenn alle nur bei der Deutschen Telekom sind, dann, wenn die Deutsche Telekom weg ist, dann hat man da auch keine Erreichbarkeit mehr. Und wenn alle Sachen von der Regierung in einem Datenzentrum stehen, da hat man auch das gleiche Problem. Von daher, man muss da auch wirklich dann halt auch auf eine lokale und auch eine logistische Streuung achten, natürlich. Und ja. Was können wir daraus
eigentlich denn nochmal mitnehmen, so mit dem Gedanken Jugend hackt, also junge Leute, Teenager, ja, die ihre Schritte machen mit Coding, die gerne sozusagen auch in dem Bereich was tun wollen. Daher, du hast ja, Martin, mit einer Forderung oder einer Frage war es sozusagen, warum ein dezentrales, plurales Internet wichtig ist, Monopolisierung schlecht. Was kann man da jetzt eigentlich nochmal so als Wort zum Geleit, als Fazit rausnehmen? Worauf sollte man achten bei seiner eigenen Nutzung und vielleicht auch der eigenen Coding-Erfahrung? Naja, also natürlich bei der Nutzung sollte man halt darauf achten, dass man sich vielleicht, wie wir auch schon jetzt im Verlauf des Gesprächs hatten, sich nicht auf irgendwelche monopolisierten Plattformen, nur weil zum Beispiel jetzt alle da sind, dass man deshalb auch da ist, drauf achten. Also, dass man jetzt zum Beispiel nicht alle Sachen auf Instagram postet, sondern halt irgendwie oder halt auf GitHub oder sowas halt entsprechend, sondern vielleicht auch noch irgendwo alternative Zugänge ermöglicht. Oder und vor allen Dingen halt auch, wie ja auch Michael sagte, seine Hauptsachen nicht irgendwie bei diesen großen Sachen macht, sondern vielleicht er selber bei sich. Und es geht da auch irgendwie so in die Richtung Coding, also dass man da dann vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Chat-Client oder sowas implementiert, dass man darauf achtet, dass das nicht alles über einen Server geht, sondern vielleicht sogar diese sich untereinander verständigen. Und wenn man dann irgendwie sogar nochmal weitergeht und die Jugendlichen, die uns gerade zuhören, irgendwann mal selber irgendwie Sys-Admins oder sowas sind, dass sie da auch auf solche Sachen achten und vielleicht da auch mal den Finger zu den Vorständen oder sowas heben, so, das ist vielleicht keine so gute Idee. Also, ja, da kann man, glaube ich, jede Menge draus lernen. Und ja, das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass halt, man sollte das nicht alles sozusagen in einen Eimer werfen und man sollte da irgendwie das auf mehrere, wie man so schön sagt, Pötte verteilen, was man da an Daten und an Code und an Know-how auch zur Verfügung hat. Ja, mir wäre so ein bisschen wichtig, die Begeisterungsfähigkeit zu behalten, Dinge auszuprobieren. Also ich habe zweimal den Schritt nach Matrix versucht und das erste Mal war es eine Katastrophe. Und dennoch nicht aufzugeben, ist, glaube ich, wichtig, dass man immer wieder schaut, ist eine andere Technologie brauchbar? Ich habe auch diesen Chat im Tor-Netzwerk probiert oder diese Schritte einfach zu unternehmen, nicht frustriert zu sein, wenn die App halt unbedienbar ist, weil sie ja Open Source ist. Wie war das? Hattest du das nicht eben gesagt, Martin? Genau. Nicht, Open Source Sachen sind immer zu Anfang auf jeden Fall nicht brauchbar und sich davon auch nicht abhalten lassen, das auszuprobieren und das immer wieder zu probieren. Und vielleicht auch, wenn man... finde ich halt wirklich in dem Bereich... Ja, vielleicht auch, wenn man Defizite bemerkt an der Benutzbarkeit, dann kann man ja vielleicht auch, wenn man ein gewiefter Coder ist, vielleicht auch nochmal, das ist halt der Vorteil an Open-Source-Software, selber dran Hand anlegen und vielleicht Verbesserungsvorschläge machen. Ja. Ja. Oder auch Dinge eben ausprobieren, wie kann ein dezentraler Chat sein oder... welche Möglichkeiten gibt es? Also ich fand es enorm, dass dieser PGP-E-Mail das Projekt da gestartet ist. Das ist ein Kampf, der quasi verloren ist, aber ich finde es großartig, ihn immer wieder aufzunehmen und immer wieder zu probieren. Lasst uns doch das etablieren, was funktioniert und gut ist. Ja. Das war schon... Sorry, ich wollte nur den Kontext liefern, dass tatsächlich jetzt in Berlin am vorletzten Wochenende Leute angefangen hatten, sich genau darum Gedanken zu machen. Also, warte, ich zeige euch das jetzt hier nochmal kurz. Also, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich geschafft haben, an einem Wochenende das Problem zu lösen, wo sich seit 20 Jahren die Leute... Ja, aber, also, wie gesagt, da wir jetzt sozusagen auch schon so ein bisschen hier auf der Zielgeraden sind, zeige ich das jetzt nochmal genau. Guckt euch an, was auf jugendhack.org steht dazu. Ich verlinke das gleich auch nochmal überall. Das ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz und fand es richtig geil, dass einfach zwei Jugendliche sagen, hier, Mailverschlüsselung ist doch kacke und das funktioniert doch eigentlich super in den Messengern. Wir machen das mal genauso wie in Messengern, nur für E-Mail. Also ich muss es auch nochmal ausprobieren.
Oh ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ne? Also, warum nicht? Ich habe, hier gibt es auch das Repositorium, gucken wir uns einfach mal an. Ich gucke auf die Uhr, wir bewegen uns schon so auf 6 Uhr zu. Ich danke euch schon mal für die Diskussion hier. Ich danke dir, Martin, vor allen Dingen für diese tolle Einführung ins Thema. Was ich denn, wenn man sich jetzt das im Nachhinein anguckt, packe ich noch ganz viele Links darunter, also auch zu deinem Blog. Warte, ich mache das hier nochmal weg, da rede ich ja gerade gar nicht zu. Entschuldigung. Oh ja, hoffentlich werden da nicht so viele Fehler gefunden. Genau, weil da kann man nochmal drauf gehen, ja, und sich deinen Blogpost durchlesen, wo du das einfach nochmal niedergeschrieben hast, wie das halt funktioniert hat, was das Problem war bei Facebook. Also sollte ich vielleicht noch kurz einen Disclaimer geben, also das ist mein privater Blog, da schreibe ich auch mit unter irgendwelchen Blödsinn über irgendwelche D&D-Runden, die wir gerade machen oder sowas rein. Also falls da das Interesse besteht, natürlich auch gerne nachlesen, aber das ist so ein bisschen, dieser Blog ist so ein bisschen Stream of Consciousness, also da gibt es kein konkretes Thema und es wird jetzt auch nicht immer irgendwie zu DNS oder BGP da Themen geben. Vollkommen in Ordnung. Ja. Danke dir auch, Michael, du hast ja schon so ein bisschen Werbung gemacht für das letzte Event, was wir in Berlin hatten, deshalb nochmal hier so am Ende mein kleiner Werbeblock. Jugendhack geht weiter. Das nächste große Ding ist das Event in Dresden. Also es gibt jetzt noch 2 tatsächlich weitere Events in Mannheim und in München. Die sind aber beide schon ausgebucht. Aber für Dresden kann man sich jetzt diese Woche noch anmelden. Das wird sicher ganz cool. Da waren wir auch schon relativ lange nicht mehr. Darüber hinaus gibt es Jugendhack Labs in diversen Städten. Ich packe einfach hier mal die nächsten Events hin. Okay, das erste, da sind wir jetzt gerade mit durch. Aber ich sehe schon, dass da die ganze nächste Woche in Görlitz, in Freiburg, in Heilbronn und immer so weiter Sachen passieren. Eine tolle Sache, wo ich noch darauf hinweisen wollte. Der nächste Stream ist tatsächlich heute in einer Woche. Da haben wir nämlich 2 Leute da, nämlich Thomas Turschitz und Michael Binzen, die beide bei der DB Systel arbeiten, also also einerseits sind sie Programmierer, Coder bei der Deutschen Bahn, andererseits sind sie beide große Fans von Open Source und offenen Daten und werden ein bisschen was darüber erzählen, wie das denn eigentlich so ist mit autonomem Fahren bei der Bahn. Das ist ja so ein großes Thema. Tesla baut Autos, die irgendwelche Leute umfahren. Was macht die Bahn? Das werden wir denn von Ihnen da erfahren. Da bin ich auch ganz gespannt. Und ich wollte noch zum Schluss einmal pitchen. Das ist uns nämlich eben aufgefallen. Martin, du hast ja bei uns schon mal einen Kurzvortrag gehalten. Das war vor 3 Jahren. Das ist auch noch bei uns auf der Webseite zu finden über Riot, das Open-Source-Betriebssystem für IoT. Das ist nämlich, glaube ich, so eigentlich dein Hauptgebiet. Und da würde ich auch nochmal dringend empfehlen, und ich verlinke das auch unter dem Video, sich das einfach nochmal anzugucken, damit euch nicht das passiert wie bei Facebook, dass dann das Türschloss nicht mehr aufgeht. Hoffentlich. Wo ich das gerade sehe, da ist so ein schönes Logo von Mailman. Da sind wir inzwischen auch irgendwie in eine andere Richtung gegangen, als für das, was wir heute beredet haben. Wir benutzen tatsächlich inzwischen keine Mailinglisten mehr, sondern ein ganz klassisches Forum. Hm. Einfach auch, weil da sich viele über die Benutzbarkeit beschwert haben. Also von daher, auch wir als Open-Source-Community haben mit solchen Problemen zu kämpfen, aber wenigstens hosten wir unser Forum selbst. Ja, und wir bei Jugendhack gehen nach und nach. Das Programm hat ja vor 8 Jahren angefangen. Da war es manchmal ist ja so, die Lösung vom ersten Tag, die bleibt einem sehr lang erhalten. Dann sagt irgendwie jemand, hier, wir organisieren uns über Slack. Dann ist es halt das Ding. Und dann so nach und nach tauschen wir die Tools aus. Also da sind wir schon zu Zulip, was ja auch so ein Online-Messenger ist, der Open Source ist, gewechselt. Und nach und nach vor und hinter den Kulissen werden die Tools immer mehr so, wie wir sie gerne hätten. Und selbst gehostet und all diese Geschichten. Und wie ihr schon gesagt habt, da muss man hinterher bleiben und nicht einfach aus Bequemlichkeit was anderes machen. Aber manchmal dauert das auch ganz schön lange, wenn man alle mitnehmen will und alle mitnehmen muss. Ja, Michael, vielen Dank, dass du dabei warst, deinen Einblick gegeben hast. Es tut mir leid, dass wir zwischendurch dir ins Wort gefallen sind, weil wir eine leichte Verzögerung hatten. Aber auch das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben mit dem Internet heute. Kann dann auch passieren. Genau. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Gerne. Jugendhack ist unsere Adresse, geht da gerne drauf. Und wir sehen uns wieder. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns. Ihr könnt noch hier bleiben, aber ich gehe jetzt mal hier raus. Tschüss.
Okay, ciao.